Ich habe die Show, die deinen Sender aus dem Quotentief holen wird. Sieh dir die Bilder an. Annie, fahr ab. Darf ich vorstellen? Mitch Preston. Nimm die Kamera weg! Was soll denn das? Er ist Dirty Harry. Mach die Kamera aus! Er ist echt. Wenn jemand ein Verbrechen begeht, dann werde ich ihn jagen, zur Strecke bringen und einbuchten. Eine Reality-Show. Können wir ihm einen Partner geben? Ja, wie wär's mit einem komischen Minderheitentyp? Du willst ihn auf der Harte, du, hä? Komm sofort zurück, du bist verhaftet! Ich höre auf den Namen Trey Sellers, Streifenpolizist. Was, wenn Dirty Harry Nein sagt? Nein, der Kerl ist ein Witz. Wow. Ich bin Ihr Partner. Niemals. Ich bin Ihr Partner. Wir werden es machen, Mitch. Das ist ein Befehl. Okay, Annie, fahr die Schüssel raus. Wir sind auf Sendung. In 3, 2, 1. Bitte sagen Sie es nicht. It's Showtime. Die Tür springt auf, Sie machen eine Rolle. Sie zücken Ihre Waffe und der Trick ist, den Kopf nicht zu weit von der Kamera wegzudrehen. Das ist richtige Arbeit. Ich bin kein Schauspieler. Ich will einen anderen Partner, das wäre doch toll. Ich und so ein Wesley Snipes-Typ. Na los, springen Sie, worauf warten Sie? Das wär's doch. Oh. Ah, ihr seid die Fancy-Bullen. Sie denken, wir sind keine richtigen Bullen. Ja. Showtime. Ja. Wenn Sie einen Tipp für mich haben, immer raus damit. Keine Schüchternheit. Ja, ich hab einen Tipp. Gehen Sie mir aus dem Weg, dann erschieße ich Sie nicht. Das ist großartiges Fernsehen. Also gut, üben wir das Motorhaubenhechten. Was ist denn das? Werfen Sie Ihren Körper auf den Wagen. Hey, halt! Alles in Ordnung, TJ? Robert De Niro. It's Showtime. So was Blödes habe ich noch nie gehört. Eddie Murphy. Steht es in Pantomime? Sehen Sie, mein Gedicht ist an der Scheibe. Rene Russo. Yeah! Gut. Showtime. Wir sind für Sie auf Streife jeden Freitag. Jeden Freitag um 8, das ist einfach. Sind für Sie auf Streife jeden Freitag um 8. Dieser Kerl ist der schlechteste Schauspieler, den ich je gesehen habe.